Umgang mit Zwickmühlen vom Vedanta-Standpunkt aus. Kommentar zum Vers 340 von Vivekachudamani. Ist es dir vielleicht so gegangen vor kurzem, dass du in einer Zwickmühle bist und du weißt, was auch immer du tust, du wirst irgendjemandem wehtun. Was auch immer du tust, es wird irgendwo falsch sein. Vielleicht gibt es irgendetwas in deiner Partnerschaft und egal, was du sagst, es wird zu Problemen führen. Vielleicht hast du Konflikte mit deinem Sohnemann oder mit deiner Tochter. Egal, was du sagst, es wird nicht einfach sein. Oder vielleicht auch bei der Arbeit. Zwickmühlen. Du bist in einem ethischen Dilemma oder auch du weißt nicht, was du tun sollst. Shankara gibt dir einen Tipp, der dir zur mehr Gelassenheit helfen wird. In der Erkenntnis, dass alles das Selbst ist, liegt der Schlüssel zur Freiheit von Bindung. Es gibt nichts Höheres, als zu erkennen, dass alles das Selbst ist. Sarvatmata. Wenn man die Welt loslässt und selbst im Selbst lebt, erkennt man, alles ist das Selbst. In der Welt selbst gibt es keine dauerhafte Lösung der Probleme. Wenn du in einer Zwickmühle bist, erkenne das an und sage, ich lebe in dieser dualistischen Welt, deshalb bin ich in einer Zwickmühle. Und diese Zwickmühle ist auch ganz okay. Ich bin das unsterbliche Selbst, ich bin der Atman. Die Zwickmühle ist nicht weiter von Relevanz. Und egal, ob ich mich jetzt richtig oder falsch entscheide, egal was dort ist, es ist nicht so wichtig. Hinter allem ist das Selbst. In meinen Kollegen ist das Selbst, in meinem Chef ist das Selbst, in meinen Kindern ist das Selbst, im Partner ist das Selbst, überall. Alle sind Manifestationen des höchsten Selbst. Auf einer relativen Ebene musst du dich entscheiden. Aber die Zwickmühle ist ja nicht die Schwierigkeit, dass du dich entscheiden musst, sondern dass du dich identifizierst und dass du denkst, wenn ich mich falsch verhalte, dann passiert so viel Schlimmes. Nein, es passiert nicht so viel Schlimmes. Du bist das unsterbliche Selbst. Und letztlich, Ishvara, Gott macht, was zu tun ist. Wenn du zu Gott sagst, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, zeige mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, danach ist ziemlich egal, was kommt. Identifiziere dich nicht, lasse los. Und selbst wenn nachher du Kritik ernstest, selbst wenn nachher Probleme kommen, sei dir bewusst, du hast nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und es war wahrscheinlich im Karma, dass es so und so ausgeht. Wer sagt denn, dass ein Zeichen, dass man sich richtig entschieden hat, ist, dass alles erfolgreich war? Nein, ist es nicht. Du hast schon so viel gelernt durch Sachen, die schiefgegangen sind. Wäre es gut gewesen, wenn nichts in deinem Leben schiefgegangen wäre? Und so viel hast du gemacht, wo du es gesagt hättest, wenn ich es anders gemacht hätte, wäre es erfolgreicher gewesen. Wäre es besser gewesen? Nein. Der Sinn des Lebens ist nicht erfolgreich zu sein, der Sinn des Lebens ist es, Gottverwirklichung zu erreichen. Und das erreichst du durch schöne und weniger schöne Erfahrungen. Und vor allen Dingen erreichst du, indem du die Erkenntnis pflegst, dass alles das Selbst ist. Darin liegt der Schlüssel zur Freiheit von Bindung. Es gibt nichts Höheres, als das zu erkennen. Und lass die relative Welt dich nicht aus dieser Erkenntnis herausbringen. Erkenne, Sarvatma Bhavaha, komme in diesen Zustand, wo du weißt, du bist die Seele von allem.